Frühstückstalk bei Ad Astra. Ich habe zwar angekündigt, dass ich die Wochenhoroskope jetzt nicht mehr regelmäßig machen werde, aber das heißt nicht, dass ich gar keine mehr machen werde. Und die, die ich mache, etwas geraffter, etwas unaufwendiger, mit vielleicht ein bisschen weniger Grafik, dann kann ich euch schon einige Eindrücke von der kommenden Woche weiterhin mitteilen. Und das möchte ich heute zum Frühstück eben auch tun. Und zwar die Woche vom 8. bis zum 15. September. Und gleich wird's losgehen, wenn ich fertig gefrühstückt habe. Sich für Leib und Seele etwas Gutes gönnen, das entspricht dem Mondprinzip. Und deswegen beginnen wir gleich mal mit dem Mondlauf. Am Sonntag startet der Mond im intensiven, leidenschaftlichen Skorpion, bleibt dort auch noch Montag. Dann haben wir Dienstag, Mittwoch einen etwas mehr himmelsstürmenden Schützemond und dann die Verankerung in Steinbock, Donnerstag bis Samstagmorgen. Am Samstagmorgen gibt es die einzige Konjunktion, die der Mond in dieser Woche zu bieten hat, nämlich er trifft auf Pluto. Und damit wird der tiefgründige Beginn des Skorpionmondes sozusagen am Samstagmorgen noch einmal aufgegriffen und eben der Versuch einer Verankerung, einer Festigung von intensiven Gefühlen unternommen. Also Mond-Pluto-Treffen in Steinbock. Das Wochenende, Samstag, Sonntag, 14. 15. steht dann im Zeichen des Wassermanns, ein Luftzeichen. Da gibt es dann vielleicht mentale Experimente, vielleicht auch geistige Höhenflüge und wie so oft in Wassermann, Verrückungen deiner Perspektive sind dann gut möglich. Auffällig in dieser Woche und auch schon letzte Woche war das großteils so, ist, dass wir jetzt sehr viel rückläufige Planeten haben, und zwar von Saturn angefangen, dann alle sogenannten Trans-Saturnier, also Uranus, Neptun und Pluto sind alle drei rückläufig und auch der Chiron ist rückläufig. Der Mondknoten sowieso, der ist immer rückläufig. Dass der Mondknoten immer rückläufig ist, zeigt uns ja auch, dass er offensichtlich mit der Vergangenheit viel zu tun hat oder mit dieser Achse, was sich zwischen Vergangenheit und Zukunft entwickeln will. Aber diese vielen rückläufigen Planeten verweisen uns eben, dass wir jetzt persönlich und kollektiv im Moment doch wieder einmal relativ viele nach hinten schauen sollten, aufarbeiten sollten, was in zurückliegenden Zeiten liegen gelassen worden ist, was versäumt worden ist, was wir vielleicht selber nicht wahrgenommen haben und so weiter. Als nächstes schauen wir uns mal die Sonne an. Ich habe ja den rückläufigen Saturn schon angesprochen und die Sonne startet die Woche noch in Opposition zu Saturn, also so eine gewisse Bremswirkung, so eine gewisse Schwere, durch die wir uns da hindurcharbeiten mussten am Wochenende. Habt ihr sicherlich auch Freitag, Samstag schon spüren können, dass Felder da waren, die sich vielleicht belastend und etwas mühsam angefühlt haben könnten. Aber am Montag verlässt die Sonne bereits diese Opposition. Und nun geht die Sonne in ein Quadrat zu Jupiter in Zwillinge. Damit, und zwar bis zum Donnerstag, damit haben wir also nochmal eine Herausforderung für unsere Erleuchtungen, für unsere Erkenntnisse. Die Sonne will ja Licht in unser Hirnstübchen bringen. Und bei Sonne Quadrat Jupiter geht es um Fragen des Maßes, des richtigen Maßes. Wo habe ich mir entweder zu viel zugemutet, mich und andere vielleicht überfordert, oder das Gegenteil, wo habe ich mich gedrückt vor Entwicklungsaufgaben, wo habe ich mir zu wenig vielleicht vorgenommen. Aber auch das ist dann am Donnerstag beendet. Das Ganze, zuerst Sonne zu Saturn, dann zu Jupiter,
Das Ganze aktiviert noch einmal das Jupiter-Saturn-Quadrat, das wir ja vor einiger Zeit schon hatten. Ich habe es besprochen. Ihr könnt euch da den Video anschauen vom 13. August. Und ich habe auch einen anderen Video noch gemacht zu den Schattenseiten Jupiters. Ein Video vom 22. August. Da könnt ihr euch in das Thema einfach auch nochmal hinein vertiefen und beobachten, wo, auf welchen Ebenen kommt es mir in dieser Woche vielleicht entgegen. Der vierte Punkt, der diese Woche spannend ist, die Venus startet am Sonntag und auch vorher schon mit einer Konjunktion zur Lilith im Zeichen Waage. Also eindeutige energetische Pfeile, die uns Richtung Beziehung sozusagen anschubsen könnten. Bei dem Thema ich oder du, inwieweit kann ich bei mir bleiben oder hänge ich zu sehr im anderen, da spitzt Lilith dieses Thema gehörig zu. Und das wirkt natürlich in die Woche hinein nach. Das sollten wir sozusagen immer noch beobachten, wie entfaltet sich das in unseren nahen Kontakten, in unseren ja, wichtigen Beziehungen. Als fünftes geht es nun um Merkur. Der ist besonders auffällig diese Woche. Er wechselt nämlich sein Zeichen. Bisher war er im Löwe, womit wir vielleicht dazu geneigt haben, das eine oder andere in der Kommunikation so ein bisschen dramatischer zu gestalten oder auch kreativer. Nun geht Merkur in sein eigenes Zeichen Jungfrau, wo die Sonne ja schon einige Tage auch sich befindet. Sonne und Merkur in Jungfrau lenkt unsere Beobachtungsgabe, unseren Geist, unsere Wahrnehmung sehr stark auf Klärungs- und Reinigungsprozesse. Also wir könnten jetzt Körper- und Seelenbereinigungen besonders stark planen, anschieben, uns ausdenken. Zum Beispiel wer eine Art Suchtentwöhnung durchführen will oder Zuckerverzicht oder sonstige oder mal ja, einfach seine Ernährung umstellen oder auch seelisch an bestimmte Themen rangehen, das würde sich jetzt ab dem Wechsel des Merkur nach Jungfrau besonders anbieten. Und das ist jetzt weiß ich nicht genau, ja doch, am Montagmorgen bereits haben wir den Merkur in diesem flexiblen Erdzeichen Jungfrau. Ein starkes Startsignal setzt der Merkur, indem er aus einem Jod, also einer doppelten Quinkungsbeziehung mit Neptun und Pluto kommt. Das heißt, dieser Bereinigungsimpuls wird also schon auf einer sehr tiefen und teilweise auch verborgenen, hintergründigen Ebene gestartet. Vielleicht erkennen wir ihn deswegen erst nicht, aber wir könnten ihn erfüllen. Also wenn du Zugang hast zu intuitiver Arbeit, zur Meditation, kannst du in einer Innenreise ganz genau wahrnehmen, auf welcher Ebene möchte etwas geklärt werden. Also man könnte es bezeichnen als Tiefenreinigung oder Seelenklärung. Der sechste Punkt, nämlich der Mars, der ins Zeichen Krebs ja schon gewandert ist, der passt auch ganz gut dazu. Mars schwimmt sich gerade frei aus einem Quadrat zu Neptun, das heißt, was uns seelisch gut tut, wofür wir uns jetzt emotional einsetzen wollen, marsisch, vielleicht auch kämpferisch einsetzen wollen, wird jetzt klarer, wird vielleicht auch besser umsetzbar. Und Mars geht jetzt im Laufe der Woche in ein Sextil, in einen relativ günstigen, unterstützenden Aspekt zu Merkur in Jungfrau. Und das unterstützt natürlich diese Tiefenreinigung, diese Seelenklärung, weil das Zeichen Krebs ja, logischerweise als Wasserzeichen ganz gut Zugang zu unseren Emotionen oder auch zu den Gefühlen anderer Menschen schaffen kann. Und finale Punkt Nummer 7, am Wochenende 14., 15., 9. finden wir einen sehr
schönen Aspekt, also ein freudiges, aufbauendes, liebevolles Finale sozusagen. So etwa wie in Mahlers dritter Symphonie gibt es ein Finale, das hat Mahler betitelt, Was uns die Liebe erzählt. Ein Musikstück, das ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Unglaublich schön. Und sowas finden wir jetzt auch am Ende dieser Woche, nämlich Venus, Trigon, Jupiter. Das in der klassischen Astrologie ist Venus der kleine und Jupiter der große Glücksplanet. Die beiden verbinden sich günstig. Was uns die Liebe erzählt, die könnte uns da so einiges erzählen und auch in Schwung bringen. Jupiter in Zwillinge bringt kontaktmäßig einiges in Schwung. Also das ist ein Wochenende der Liebesanbahnung. Venus und Jupiter stehen beide in Luftzeichen, also in Zeichen der Öffnung, der neuen Ideen, der flexiblen Energien. Und somit können wir, wenn wir dafür einen Draht haben, also unsere Beziehungen, auch bestehende Beziehungen, wunderbar befruchten und fortentwickeln. Danke fürs Dabeisein. Diesmal ein bisschen geraffteres Wochenhoroskop, aber ich denke, die wichtigsten Energien waren dabei. Alles Gute, sagt euer Sternenbegleiter Martin von Ad Astra. Tschüss.